Dies ist eine Sendung des VEEG, Verband Energieerzeugende Gebäude. Kriegen Sie jetzt keinen Schreck, wenn Sie das hier sehen? Sie sind hier schon beim richtigen Sender gelandet. Und bei Peter Burkhardt, Vorstandsmitglied des VEEG, Inhaber der Firma Sonnenplan. Und Peter Burkhardt hat eine tolle Sendung gemacht beim VEEG, alles über die Wärmepumpe. Und es gab wahnsinnig viele Zuschauerreaktionen und wir freuen uns heute in dieser Sendung auf die Zuschauerreaktion direkt einzugehen und Fragen zu beantworten. Da wir aber hier schon mal bei Sonnenplan sind, nutzen wir die Gelegenheit, uns von Peter Burkhardt die Wärmepumpe mal richtig vorstellen zu lassen. Also hier haben wir die Wärmepumpe zum Beheizen und zum Kühlen unseres Büros. Ich erkläre es mal kurz. Hier ist das Innenteil. Da gibt es außen noch dieses Außenteil quasi mit einem Ventilator, wo aus der Außenluft die Wärme rausholt. Und hier haben wir jetzt die Messehülle, ne, dass es gut aussieht. In Wirklichkeit gibt es eine schallgedämmte Umrandung, dass noch weniger Schallemissionen hier rauskommen. Und wir können aber hier mal reinschauen und das sehen wir unten drin. Links sehen wir den Kompressor. Das ist die gleiche Technik wie bei einem Kühlschrank und genauso hört sich es auch an, nur halt etwas größer und etwas mehr Leistung. Und hinten rechts haben wir den Wärmetauscher, wo dann quasi die Wärme in den Wasserkreislauf abgibt. Und ansonsten ist da gar nicht mehr viel. Ist noch ein Expansionsventil drin und ein bisschen Technik. Und das ist es eigentlich, das heißt die gleiche Technik wie beim Kühlschrank. Daneben haben wir ein Ausdehnungsgefäß, weil wenn Wasser warm wird, dann dehnt sich es aus. Und deshalb muss das Wasser beim Ausdehnen irgendwo rein können. Und das ist hier dieses Gefäß, da ist so eine Gummimembran drin und eine Gasblase. Und je nachdem kann sich das Wasser dann hier drin ausdehnen. Dann haben wir hier die Vor- und Rücklaufleitungen. Hier sehen wir, dass hier die Wärme ins Gebäude geht. Man sieht hier, dass wir jetzt bei 4, 5 Grad Außentemperatur, dass wir nur um die knapp über 20 Grad Vorlauftemperatur haben, wobei das Vorlaufthermometer nicht ganz genau zu gehen scheint. Und hier haben wir nochmal unseren Wärmespeicher, dass die Wärmepumpe über Tag laufen kann. Die nutzt dann den Photovoltaikstrom, wo da ist. Und hier sind 1500 Liter Wasser drin und da können 60 Kilowattstunden Wärme gespeichert werden und die können dann nachts quasi genommen werden, sodass man nachts keinen Strom kaufen muss. Ja, das finde ich so faszinierend. Eine kleine Wärmepumpe kann ein großes Gebäude versorgen. Ganz, ganz kurz, Peter, bevor wir zu den Zuschauerfragen kommen. Es gibt so ein paar Vorurteile. Vorurteil 1, Wärmepumpe ist nur was für Neubau. Stimmt nicht. Stimmt auf keinen Fall. Also man kann eine Wärmepumpe ziemlich überall einsetzen. Die Kunst ist nur, die richtige Wärmepumpe zu nehmen. Es gibt halt spezielle Wärmepumpen, die kann ich nur beim Neubau mit Flächenheizungen nehmen. Und es gibt andere Wärmepumpen, die können höhere Temperaturen machen und mit denen kann ich auch in Altbauten arbeiten. Genau, Vorurteil Nummer 2 passt genau. In älteren Gebäuden ist eine Wärmepumpe schlecht, weil ich mit höherer Vorlauftemperatur reingehen muss und dann wird es unwirtschaftlich. Also das ist in der Tat ein Vorurteil, hält aber einer Überprüfung nicht stand, weil, wie gesagt, es einfach Wärmepumpen gibt, die auch bei höheren Temperaturen noch ausreichend effizient sind. Und was halt ganz wichtig ist, ist, dass die Wärmepumpe richtig dimensioniert ist, weil zum Beispiel, wenn jetzt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, wenn die zu klein dimensioniert ist und dann im Winter die Heizlast des Gebäudes nicht decken kann, und dann wird halt noch ein Heizstab aktiviert und der ist halt richtig unwirtschaftlich. Ne? Und insofern ist da eine Planung und eine Vorarbeit wichtig, damit auch hinterher die Effizienz stimmt. Vorurteil 3, Wärmepumpe bei Einfamilienhäusern gut,
Bei Mehrfamilienhäusern oder sogar bei großen Wohnhäusern geht das gar nicht. Also da gibt es genügend Beispiele aus der Praxis, wo das sehr gut geht. Und also ich weiß auch nicht unbedingt, warum das nicht gehen soll. Das geht genauso wie alles andere auch. Es gibt ja Wärmepumpen in verschiedenen Größenordnungen. Genau. Also wie gesagt, IKEA Berlin wird ja auch mit Wärmepumpen beheizt. Und da sind, glaube ich, ja, mehr wie ein Megawatt Heizleistung umgesetzt. Insofern ist es nicht die Frage, ob oder ob nicht, sondern die Frage ist nur, wie groß muss die Wärmepumpe halt sein? Und für ein großes Gebäude brauche ich halt auch eine große Wärmepumpe. Vorurteil 4, und das ist ein ganz, ganz großes Vorurteil inzwischen, obwohl es wahnsinnig plausibel ist, eine Gastherme ist billiger als eine Wärmepumpe. Das war vielleicht früher so, aber mittlerweile ist es ja so, dass, sag ich mal, im Neubau eine Gasheizung alleine gemäß NF die Anforderung gar nicht mehr erfüllt. Das heißt, ich brauche noch was, wo ich erneuerbare Energien dazu mache, vielleicht eine Solaranlage. Und wenn ich jetzt die Kosten quasi dann für Gasheizung, für Gasanschluss, für Kamin, für Solar dann zusammenzähle und dann kommt da mehr raus wie, sag ich mal, für eine vergleichbare Wärmepumpe. Das ist die kurze Liste der Vorurteile. Es gibt noch einen Einwand, der erstmal vielleicht gar nicht so unplausibel ist. Es wird gesagt, machen Sie sich Ihre Energie selber für die Wärmepumpe mit Photovoltaikmodulen auf dem Dach. Aber schreiben und sagen viele Zuschauer und Zuschauerinnen, naja, im Winter habe ich ja die Sonnenenergie nicht so gut zur Verfügung. Auf jeden Fall. Die Frage ist halt, wann ist die Sonnenenergie da? Und es gibt ja auch sowas wie eine Übergangszeit, wo relativ viel Sonne da ist und wo ich auch noch Wärme brauche, so März rum. Ja? Und für diese Zeiten ist das natürlich super. Und was man ja auch sagen muss, ist, dass man im Sommer warmes Wasser braucht und dass da ja auch auf jeden Fall genügend Energie da ist. Und insofern kann man die Sachen so bauen, dass man zwischen März und Oktober quasi autark ist. Ich gehe noch mal ein bisschen radikaler weiter. Meine These ist, gespannt, ob die stimmt, ich sage immer, haben Sie keine Angst vor Netzkosten durch den Strombezug für Wärmepumpen im Winter, wenn es wirklich ein bisschen knapp wird, weil Photovoltaikanlagen speisen sehr viel Energie ins Netz ein in den Sommermonaten und dann kann man auch mal ein bisschen Strom einkaufen und in vielen Fällen geht die Stromrechnung trotzdem plus minus null inklusive Wärmepumpe aus. Auf jeden Fall. Ich meine, wenn ich jetzt zwei bis dreimal so viel Strom einspeise, wie ich dann im Winter brauche und dann habe ich unterm Strich ein Plus. Ganz kurz hier zu dem Gebäude bei Sonnenplan, wo wir hier gerade sitzen. Hier, die Wärmepumpe haben wir schon gesehen, ist ein riesengroßes Gebäude. Kann sich die Firma Sonnenplan selber mit regenerativer Energie voll versorgen, inklusive Wärme? Ja, also wir haben hier die Wärmepumpe, eine große Photovoltaikanlage. Und selbst wenn im Winter Schnee liegt, dann haben wir in der Halle noch eine Hackschnitzelheizung, wo wir aus Abfallpaletten selbst Hackschnitzel produzieren und in den dunklen Wintermonaten, sogar wenn Schnee liegt, dann kann auch das Büro über die Hackschnitzelheizung beheizt werden, sodass wir, wenn wir Strom beziehen müssten, für die Heizung das nicht tun, weil wir da eine gute Alternative haben. Über Geld und Preise redet man ja ungerne. Wo fängt denn so eine Wärmepumpe im Einfamilienhausbereich aber preislich trotzdem an? Ja, also ich sag mal so, eine kompakte Maschine für Fußbodenheizung, für ein normales Haus, würde ich jetzt mal so ab 12.000 Euro ansehen. Und dann hängt es halt davon ab, was ich genau dann mache. Kommen da Installationskosten noch dazu? Nee, also bei den 12.000, bei einer Standardlösung ist das Liefern und Montieren. Was muss ich bei so einer euren Gastherme rechnen? Eine Gastherme kostet an sich 8.000 Euro, dann kommt der Gasanschluss noch dazu, vielleicht, ne, sagen wir mal 2.000 Euro und dann kommt halt noch die Solaranlage dazu und da hängt es jetzt auch wieder davon ab, ob ich jetzt heizungsunterstützt oder was weiß ich was und das kann sich auch schon läppeln, ne? Das heißt insgesamt kommt man da locker über die 12.000 Euro drüber. Solarthermie muss man dazu nehmen, weil die Gebäude verpflichtet sind, mittlerweile einen Teil regenerativ zu produzieren. Genau, beim Neubau ist das so. Wenn ich im Bestand eine Heizung austausche, gibt es da keine Pflicht.
Wobei es so ist, dass, sage ich mal, erneuerbare Energien sehr stark gefördert werden, teilweise bis zu 45%. Also wage ich jetzt mal die These als Journalist, Gastherme mit allem drum und dran, teurer als Wärmepumpe? Wenn man die Sache zu Ende denkt, ja. Gut, kommen wir zu den Fragen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer aus der Sendung. Tim Kröger, ich gehe mal so chronologisch die ganze Sache ab. Tim Kröger fragte, welches Kältemittel ist in aktuellen Wärmepumpen drin? Das ist eine interessante Frage und die kann man so pauschal gar nicht beantworten. Es gibt einfach verschiedene Technologien auf dem Markt, es gibt verschiedene Kältemittel und da ist auch momentan eine recht große Diskussion entbrannt, gerade beim Kältemittel Propan, weil halt, wenn da was schief läuft, ist das auch gefährlich, weil das, sag ich mal, auch was, ne, Propan explodieren kann. Und von daher gibt es verschiedene Kältemittel. Ja, also ich weiß nicht, Tim, ob Ihre Frage auf die Gefährlichkeit der Stoffe abzielt oder auf die Umweltschädlichkeit. Wie ist das mit den Umweltschädlichkeit der Kältemittel? Also da gibt es so einen GWP-Faktor, der gibt an, wie stark so ein Kältemittel für die globale Erwärmung verantwortlich ist. Und da ist es natürlich so, da gibt es immer höhere Anforderungen, weil man natürlich möchte, dass dieser GWP-Faktor, dass der möglichst klein wird. Muss ich mich um sowas, sollte ich mich bei der Auswahl einer Wärmepumpe um das Thema Kältemittel kümmern? Also gut ist natürlich, wenn ich ein Kältemittel habe, das einen möglichst kleinen GWP-Faktor hat. Und meine Empfehlung ist natürlich auch, dann darauf zu achten, dass ich ein unbrennbares Kältemittel habe. Ich meine, in Berlin hat es da schon einen Unfall gegeben, wo, sage ich mal, was falsch installiert wurde und wo dann sich im Keller Propan gesammelt hat. Und das führte dann zu einem großen Schaden, um nicht zu sagen zu einem Totalschaden. Und insofern empfehle ich, bei dem Thema Kältemittel auf die Unbrennbarkeit des Kältemittels zu achten. Gut, gehen wir mal weiter in diesen Fragen. Manuel Grimlowski fragte, schaffen Wärmepumpen im Winter tatsächlich aus einer Kilowattstunde Strom 3 Kilowattstunden Wärme zu erzeugen? Gibt es da saisonale Unterschiede? Es hängt von der Technologie ab. Bei einer Sohle-Wasserwärmepumpe, also einer Erdbohrung, ist es so, dass ja die Effizienz quasi nicht von der Außentemperatur abhängt, also jedenfalls fast nicht. Und wo die Effizienz von der Außentemperatur abhängt, ist bei Luft-Wasser-Wärmepumpen. Und da müssen wir jetzt mal in die Datenblätter genau reinschauen, bei welcher Maschine, ab wie viel Grad, dass man da unter den Faktor 3 kommt. Also es ist schon so, dass richtig gute Maschinen noch bei Minustemperaturen auch schon auf den Faktor 3 kommen. Viele Zuschauer und Zuschauerinnen wollen auch konkret wissen, welche Technik eingesetzt wird. Wir zeigen ja auch solche Geräte, wir zeigen auch solche Produkte, aber vor allem deshalb, nicht weil die Hersteller die Sendung finanziell unterstützen, das ist nicht der Fall. Ich glaube, es ist wichtig, das Werkzeug zu zeigen und das ist auch die Frage von Rainer Spöri. Er fragte, mich würde mal interessieren, was für Produkte von Wärmepumpen in den Gebäuden verbaut wurde, weil diese verbrauchen schon sehr wenig. Also die Beispiele, die wir gezeigt haben, scheinen schon ziemlich gute Wärmepumpen gewesen zu sein. Auf jeden Fall. Also ich kann es ganz offen beantworten, in den ganzen Referenzen waren Maschinen der Firma Ochsner aus Österreich verbaut und da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, auch in puncto Effizienz. Und von daher spricht das für uns für eine ganz große Verlässlichkeit. Andreas Uhlenhoff hat eine längere Frage gestellt. Schön wäre gewesen, neben den interessanten Verbräuchen auch die Kosten und mögliche Amortisationszeiten anzusprechen. Haben wir gerade kurz gemacht. Interessant, aber sicher komplex darzustellen wäre auch gewesen, wenn man das Ganze im Jahresgang gezeigt hätte. Dann würde das PV-Tal der Tränen von Oktober bis März deutlicher. Interessant wäre auch gewesen, gerade wegen des Tal der Tränen, die Kombination der Wärmepumpe mit einem kontinuierlichen Erzeuger, zum Beispiel einer Brennstoffzelle, aufzuzeigen, die ja auch kürzere Amortisationszeiten als PV ermöglicht. Vielleicht lässt sich das alles hier in Kommentarantworten kurz darstellen.
Finde ich sehr interessant, die Frage, weil Wärmepumpe kann man tatsächlich in Kombination mit anderen Technologien einsetzen. Auf jeden Fall. Also eine Kombination von Wärmepumpe mit Brennstoffzelle also müsste ich jetzt mal drüber nachdenken, ob ich hier einen Anwendungsfall habe, wo ich das als sinnvoll erachte. Aber ich sag mal so, Kosten haben wir ja schon gerade drüber gesprochen. Und bezüglich des Tal der Tränen im Winter, da können wir auch mal, sag ich mal, ein Diagramm zeigen, wo wir einfach in unserem Monitoring, wo wir das letzte Mal auch die Diagramme ausgedruckt haben, wo wir dann so ein Diagramm ausdrucken, dann können wir das mal besprechen. Ja, wir haben auch eine Sendung gemacht mal, wo wir tatsächlich eine Brennstoffzelle von Solid Power gehabt haben, die tatsächlich den Strom für die Wärmepumpe geliefert hat. Und da kam ein unglaublich guter Wert raus. Also denkbar ist das tatsächlich, man muss es sich wirklich im Einzelfall anschauen, oder? Auf jeden Fall. Also die Technologie, das ist kein Fertighaus, sage ich mal, wo ich einfach Schublade auf und raus, sondern da muss ich mal schauen, was ist das für ein Gebäude, was sind für Ansprüche des Kunden, ja auch beim Thema Kühlen, ne? Will er kühlen, ja oder nein? Und davon hängt zum Schluss dann die empfohlene Gesamtlösung ab. Ja, es gibt nach wie vor unterschiedliche Heizsysteme. Raspuino Tutorials schreibt, warum so eine Desinformation? Inzwischen gibt es Konvektorenheizkörper von Vieh. Können wir uns vorstellen, wie die Firma heißt. Die haben wir daheim zu laufen. Die laufen ruhig mit 30 bis 40 Grad Vorlauf. Bei uns ist es trotzdem warm zu Hause. Das sagt aber keiner hier im Kanal. Genau genommen heißen die Tieftemperaturheizkörper mit Konvektoren Lüftern. Ist das eine Alternative? Auf jeden Fall. Ne? Und das ist völlig korrekt. Klar gibt es Tieftemperaturheizkörper. Und es ist auch so, wenn ich jetzt ein Bestandshaus mit relativ normalen Heizkörpern habe, und das jetzt zum Beispiel zum KfW 55 Effizienzhaus mache, dann haben auch, weil die Heizlast viel, viel geringer wird, haben auch die normalen Heizkörper, sag ich mal, sehr, sehr niedrige Vorlauftemperaturen. Und insofern ist das eine völlig richtige Geschichte und das will man auf keinen Fall verheimlichen. Peter, nicht alle Zuschauer fanden unsere Sendungen gut und kritisieren die. Das wollen wir auch mal sagen. Es schreibt Schatt. Okay, laber, laber. Jeder Heizungsbauer erzählt einem einen anderen Scheiß und plötzlich hat man die Kosten, die es fast unrentabel machen. Die Frage ist aber an sich gar nicht so falsch gestellt. Ich glaube, es ist ein Problem, das haben ganz viele Bürgerinnen und Bürger. Sie interessieren sich für neue Heizungssysteme. Drei Heizungsbauer stellen drei Konzepte vor. Das ist so. Und ich meine, das ist auch nicht einfach, das dann zu beurteilen. Aber im Endeffekt ist es so wie beim Heiraten, man muss sich entscheiden und dann sieht man hinterher, ob man sich richtig entschieden hat oder nicht. Ja, also im Grunde genommen muss man sich selber informieren und selber sicher sein. Genau. Und ich sag mal so, es gibt meinerseits eine ganz einfache Empfehlung. Ich muss einfach die mich da beraten, mal fragen, gib mir mal Adressen, wo ich in der Praxis mir das anschauen kann und dann fahre ich einfach dorthin, ne, und frage vor Ort. Pass mal auf, wie ist das gelaufen, wie funktioniert es, wie ist euer Verbrauch, wie war es vorher? Und dann weiß ich ja, ne? Dann weiß ich ja, ob das klappt oder nicht. Und wenn jemand da keine Kontakte mir geben kann, dann kann man ja auch seine Rückschlüsse ziehen. Andreas Schiegold hat eine ganz gute Frage gestellt, das kommt eben ganz oft. Es gibt viele Bürgerinnen und Bürger, die haben schon Solarthermie. Und haben eine Gastherme oder sonst irgendwas, zwei Systeme. Und er schreibt, ich hätte mir gewünscht, dass auch mal Beispiele mit einer Kombi aus Wärmepumpe und Solarthermie vorgestellt werden. Soweit ich mal gelesen habe, kann die Jahresarbeitszahl wohl noch einmal erheblich verbessert werden, wenn die Solarthermie in den Solarkreislauf eingebunden wird. Es wird ja heute ganz oft gesagt, Solarthermie rechnet sich nicht mehr so richtig, wir machen lieber Strom für PV und Wärmepumpe. Kann es tatsächlich eine sinnvolle Verbindung zwischen Solarthermie und Wärmepumpe geben? Also grundsätzlich hat ja alles seine Berechtigung. Jetzt ist es aber so, dass quasi bezüglich der Jahresarbeitszahl es so ist, dass wenn ich jetzt die Photovoltaikanlage, die ja selbst Strom produziert, jetzt direkt an die Wärmepumpe anschließe und insofern ein Gesamtsystem habe,
wo dann quasi weniger Strom beziehen muss, weil einiges selbst produziert wird. Ne? Und dann ist das so eine Art Rechentrick, dass ich dann rechnerisch auf eine hohe Jahresarbeitszahl komme. Mhm. Aber im Endeffekt, wenn ich einfach eine Wärmepumpe habe und habe eine Photovoltaikanlage mit Hauskraftwerk, und dann ist es ja im Ergebnis das Gleiche ohne diesen Rechentrick. Ne? Und insofern sage ich, was mich richtig interessiert in der Praxis ist, was ist denn jetzt der tatsächliche Verbrauch im Jahr, in Kilowattstunden? Und was muss ich als Strom kaufen? Und wenn da rauskommt, ich kaufe noch für Wärme- und Komfortstrom, kaufe ich noch meinetwegen 1500 Kilowattstunden, dann interessiert mich die Jahresarbeitszahl ja überhaupt nicht. Ne? Wobei das nur so rauskommt, wenn ich eine gute Jahresarbeitszahl habe. Das heißt, der Fokus aus meiner Sicht ist quasi im Endeffekt, was kommt bei raus und welche Energiekosten habe ich. Ja. Also da kann man genau ausrechnen, was ist da rentabel. Und da muss man sagen, wir haben es in der Sendung damals auch gesagt, ein Einfamilienhaus mit einer Wärmepumpe, Komfortstrom, Wärme, kann ich 6.500, 7.500 Kilowattstunden kann ich schaffen. Ja, ja, auf jeden Fall, locker sogar. Ich meine, bei richtig guten Wärmepumpen und gut gebauten Häusern, dann braucht die Wärmepumpe vielleicht 2500 Kilowattstunden. Da brauche ich dann über andere Systeme als Ergänzung nicht nachzudenken. Das ist genau der Punkt. Also ich mache die Haustechnik dann eher kompliziert. Mhm. Und meine Erfahrung ist die, je komplizierter eine Installation ist, desto uneffektiver wird das Gesamtsystem. Eine konkrete Produktfrage. Garam schreibt, bei uns steht in den nächsten Jahren ein Umbau mit Aufstockung an. Bei der Suche nach Wärmepumpen bin ich auf die Wärme-PV-Kollektoren der Firma Consolar gestoßen. Gibt es hier Erfahrung? Also das ist was Neues und das scheint auch zu funktionieren. Das ist so ein Kombi-Kollektor, wo quasi Photovoltaik und Solar kombiniert ist. Und da schließe ich meine Wärmepumpe dran an und das ist dann meine Quelle. Das ist quasi so was Ähnliches wie eine Erdwärme, ist quasi eine Alternative zur Erdwärme, wenn ich irgendwo nicht bohren kann, weil das nicht geht, Wasserschutzgebiet oder so. Ne? Und wie gesagt, das scheint zu funktionieren und ist auch eine Möglichkeit. Woher wissen Sie das alles? Sitzen Sie dann zu Hause, lesen die Unterlagen oder... Das ist ja alles ein Wahnsinn. Ja, manchmal fragen mich einfach Leute, wo sich auch für genau dieses Thema interessieren. Ja? Und dann vereinbare ich, dass wir uns parallel verschiedene Möglichkeiten anschauen. Und das habe ich jetzt gerade in letzter Zeit, habe ich das jetzt hier bei diesem Beispiel gemacht. Und insofern habe ich mir das gerade vor 2 Wochen mal überlegt. Okay, die Frage ist ja hier, kann man sowas machen? Macht das Sinn? Würden Sie sowas empfehlen? Also es kommt immer auf den Anwendungsfall an und auf die Motivation. Und wenn der Anwendungsfall und die Motivation des Kunden stimmt, dann kann das durchaus Sinn machen. Die nächste Frage oder die nächste Bemerkung ist, glaube ich, relativ typisch für das, was oft bei Beratungsgesprächen kommt. Wir haben ja gesagt, 3 Heizungsbauer erzählen 3 unterschiedliche Geschichten. Karl Alfred Römer schreibt, ich habe mich vor 5 Jahren etwa mal auf einem Messestand in Trier über Wärmepumpen schlau gemacht, weil mich das Ganze sehr fasziniert hat. Ich fragte auch nach der Lebensdauer so einer Wärmepumpe. Der Mensch am Stand sagte, man könne mit 10 Jahren rechnen. Auf meine Frage, was dann meistens kaputt wäre, meinte er der Kompressor. Ich fragte dann, ob man den tauschen könnte. Er meinte dann, das ginge nicht. Dann müsste die gesamte Wärmepumpe getauscht werden. Damit war ich erstmal voll bedient. Ist die Auskunft richtig gewesen? Die war bestimmt richtig, ne, von diesem einen Hersteller. Und dann hat der Hersteller halt gesagt, pass mal auf, meine Maschinen halten 10 Jahre und dann schmeißt du die weg. Das heißt, das hört sich an nach einem Wegwerfprodukt. Mhm. Und wenn man dann schockiert ist und merkt, pass mal auf, so Wegwerfprodukt, das ist nicht meine Sache. Und dann weiß man, dann bin ich hier jetzt am falschen Stand. Und dann muss ich mal einen Stand weitergehen und fragen. Und selbstverständlich gibt es Wärmepumpenhersteller, wo jetzt keine Wegwerfprodukte bauen und wo ihre Maschinen so bauen, dass sie 20 Jahre halten oder eine mittlere Lebenserwartung von so circa 20 Jahren haben. Und B, wo auch dann ein Kompressor getauscht werden kann. Wie oft geht so ein Kompressor real kaputt? Selten. Ich meine, Kühlschrank, Gefriertruhe hat ja jeder zu Hause. Und es kann ja mal jeder für sich überlegen, wie oft an seinem Kühlschrank schon der Kompressor kaputt war. Also ich glaube, bei Ihnen war noch kein Kompressor kaputt, bei mir auch nicht. Und ich glaube, wir haben schon mehr wie 20 Jahre Kühlschrankerfahrung, oder? Wie kann ich denn einen Wegwerf
Produkt, was Sie gerade sagten, mit einem anderen Produkt vergleichen oder erkennen? A, wenn ich frage und wenn ich dann die Antwort bekomme, wenn ich dann die Antwort so bekomme, dann weiß ich, das ist ein Wegwerfprodukt. Oder umgekehrt fragen, hört mal zu, wenn der Kompressor kaputt geht, kann der ausgetauscht werden. Martin Oster fragt, ich fände eine Sendung über bivalente Wärmepumpe spannend. Unsere Gastherme läuft noch wunderbar, aber ich würde gerne meinen PV-Strom auch in Wärme umwandeln. Und zum Beispiel die Gesha von Panasonic ist mit der neuen BAFA-Förderung kaum noch teurer als eine Brauchwasserwärmepumpe. Also bivalente Systeme haben ihren Charme, haben wir ja hier im Bürogebäude auch. Und insofern ist das schon interessant. Und wenn ich jetzt natürlich eine neuwertige Gasheizung habe mit entsprechender Logistik, vielleicht habe ich auch einen Pufferspeicher dabei, wo dann eine Wärmepumpe leicht anzuschließen ist. Und dann ist das wirklich eine sehr interessante Sache. Natürlich, wenn jetzt eine Gastherme 25 Jahre alt ist, ist natürlich die Frage, ob es nicht mehr Sinn macht, da einen klaren Schnitt zu machen und dann komplett auf eine neue Technologie zu setzen und sich von der alten einfach zu verabschieden. Hier kommt eine Anmerkung und Frage, die im Grunde genommen einen ganz großen Einwand gegen Wärmepumpen darstellt. Ein Einwand, der immer wieder da ist und der sagt, wenn wir jetzt alle auf Wärmepumpen umstellen, wo soll denn der ganze Strom dafür herkommen? Ich lese das mal vor. GF oder GF sagt, wir haben eine 10 kW Peak PV-Anlage mit einem entsprechenden E3DC-Speicher. Jetzt in der Heizperiode sind wir nur rund 40% autark. Eine Wärmepumpenheizung wäre also in den Monaten November bis Februar voll auf das öffentliche Netz angewiesen. Wie die öffentliche Versorgung in 3 bis 4 Jahren aussieht, wenn die AKWs abgeschaltet und die Kohlekraftwerke sich langsam verabschieden, ist nicht vorhersehbar. Vor allem, wenn dann auch immer mehr Elektroautos Strom aus dem Netz saugen. Wenn man dann nicht riskieren will zu frieren, sollte man heute tunlichst die Finger von Standalone-Wärmepumpenheizungen lassen. Also ich stelle mal eine andere Frage, wer weiß denn, wie in 5 Jahren die Gasversorgung aussieht? Na, ich meine, wenn jetzt immer weniger Gasheizungen gebaut werden, kann es ja irgendwann mal so sein, dass so wenige Gasheizungen bei mir in der Straße noch in Betrieb sind, dass der Versorger sagt, pass mal auf, du bist jetzt der Letzte in deiner Straße und wir müssen die Gasversorgung jetzt abstellen. Na, dann ist ja dort auch die Frage, was ist denn da jetzt los? Na, das ist das eine und das andere ist, unser Energieversorgungskonzept ist momentan im Umbruch und ich habe keine Bedenken, dass unsere Gesellschaft das hinbekommt. Klar, es wird alles verstromt. Das setzt voraus, wenn wir es regenerativ machen wollen, dass der Ausbau der Erneuerbaren wirklich weiter erfolgt. Und das ist ja das, was die Regierung im Prinzip behindert. Genau. Ich meine, der Pfad ist klar. Die Umstellung auf regenerative Energien ist auch beschlossen. Und es gibt ja auch verschiedene Modellrechnungen, die ganz klar belegen, dass das 100% Erneuerbare technisch möglich ist. Eine ganz gute Bemerkung von Boris J., nämlich die Frage, wie wird sowas im Markt dargestellt? Wir haben ja Kostenvergleiche schon gehabt. Er schreibt, das Problem der heutigen Zeit ist, dass die Menschen nur auf den Kaufpreis achten. Da werden auf diversen Hausbaumessen Ölheizungen um 5.999 Euro angeboten und eine Wärmepumpe wird um 8.999 Euro angeboten, zum Beispiel nun. Dann greifen die Menschen zur Ölheizung. An die laufenden Kosten denken die wenigsten. Traurig eigentlich, weil die laufenden Kosten zahlst du über die Jahre immer wieder. Da liegt er, glaube ich, genau richtig. Wir müssen eigentlich, es gibt den schönen Begriff Grenzkosten, wir müssen uns eigentlich tatsächlich wirklich angucken, was kosten die Systeme in der gesamten Nutzungszeit, die man sich vornimmt. Genau. Ich meine, im Endeffekt ist es so, es gibt ja, wie gesagt, es sind ja die zwei verschiedenen Kosten. Das eine bezahle ich halt jetzt direkt und das andere zahle ich so in kleinen Tranchen. Und insofern wird das mit den kleinen Tranchen oft vergessen und man achtet nur drauf, was ich jetzt bezahle. Aber ich sag mal so, ob ich jetzt im Monat 200 Euro mehr oder weniger bezahle, das sind im Jahr ja 2.400 Euro und in 10 Jahren 24.000 Euro und in 20 Jahren 48.000 Euro. Das muss man sich einfach anschauen und muss das wirklich mal hochrechnen und muss sich das insgesamt anschauen. Also das kann ich nur unterstreichen und das ist ein guter Hinweis. Steve Wichmann, treuer Zuschauer von uns,
schreibt, die Kombi-Wärmepumpe und PV lohnt sich nur, wenn man einen sehr geringen Heizbedarf hat. Je mehr Strom man braucht, desto eher rentiert sich ein Wärmepumpen-Stromtarif. Nur doof, dass man den mit einer PV-Anlage nicht kombinieren kann. Bin gespannt, wie das Konzept aussieht. Das Ganze ändert sich natürlich, wenn die PV-Generatorleistung hoch genug ist. Und das stimmt, das habe ich ganz oft, dass Leute Photovoltaikanlagen mit einem Stromspeicher haben und erstmal bei der Installation, wenn das aufgebaut wird, die Wärmepumpe nicht direkt anschließen, sondern über einen Wärmepumpentarif laufen lassen und dann sagen, wir schauen uns das mal ein Jahr lang an und dann können wir die Wärmepumpe noch ranhängen. Ist das vernünftig? Es ist so, dass es mittlerweile Messkonzepte gibt, wo man Wärmepumpentarif und Photovoltaik-Eigenverbrauch für die Wärmepumpe kombinieren kann. Das heißt sogenanntes Power-to-the-Heat-Messkonzept. Und das wird bei uns in der Praxis relativ oft so gemacht. Und gerade wenn das Thema Photovoltaik und Wärmepumpe aus einer Hand kommt, dann kann man das gleich so umbauen. Und das ist auch nicht viel mehr Aufwand im Zählerschrank wie jetzt einen eigenen Wärmepumpenzähler. Das ist einfach, da werden die Zähler anders geschaltet. Mhm. Und also das ist hier für den Fall genau das Richtige. Da muss man einfach mal schauen, Power-to-the-Heat-Messkonzept und das gibt es schon einige Zeit. Würden Sie das denn empfehlen? Das machen ja wirklich ganz viele zu sagen, die Wärmepumpe lassen wir erstmal außen vor, weil wir haben so einen günstigen Wärmepumpentarif. Also wenn ich ja diesen Wärmepumpentarif habe, den kann ich ja bei dem Power-to-the-Heat-Messkonzept behalten. Mhm. Also dieses neue Messkonzept heißt einfach, ich habe meinen Wärmepumpentarif und versorge trotzdem meinen Haushalt und die Wärmepumpe auch noch mit Photovoltaikstrom. Mhm. Und ob der Zusatzaufwand dieses Messkonzepts, weil ich da einen Zähler mehr brauche, das kostet ja auch was, ob das Sinn macht, das hängt jetzt wirklich davon ab, wie viel Strom brauche ich und wie viel Strom kaufe ich. Wenn ich jetzt ein modernes KfW40 Plus Haus habe, dann macht es wirklich keinen Sinn, weil ich so wenig Strom für die Wärmepumpe kaufen muss, dass sich alleine die Grundgebühr dieses neuen Zählers nicht mehr rechnet. Aber wenn ich im Bestand eine Wärmepumpe einbaue, die jetzt, sage ich mal, 6000 Kilowattstunden braucht, und dann ist es schon vernünftig, so ein Power-to-the-Heat-Messkonzept mit Wärmepumpentarif zu nehmen, weil dann der Stromkauf für die Wärmepumpe, sage ich mal, so 25% günstiger. Das waren erstmal die Fragen unserer Zuschauerinnen und Zuschauer. Zum Schluss eine von mir noch. Wir sehen ja, dass das Thema durchaus komplex ist. Man könnte sagen, komm, mach die Wärmepumpe, Photovoltaik, Wärmepumpen rein. Dann gehe ich und sage, mach das mal. Und dann sagt der so und so und so. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Wie gut informiert muss ich eigentlich sein? Was muss ich wissen? Was muss ich in meiner Konzeption im Kopf einzubeziehen, um dann in so ein Beratungsgespräch gehen zu können? Meinen Sie als Kunde, oder? Okay, also ich sage mal so, wenn ich jetzt ein Kunde bin und ich kenne einen anderen Kunden oder mehrere, wo, sage ich mal, von jemand ein Gesamtkonzept umgesetzt bekommen hat, wo das 100% funktioniert und wo wir da berichten, okay, das klappt, ne? Und wenn die gleiche Vorstellung haben wie ich, dann bin ich sehr, sehr sicher, wenn ich dies einfach jetzt in Anführungszeichen kopiere, dann kriege ich ja auch das gleiche Ergebnis wie die anderen, ne? Also das ist eine Möglichkeit, dass ich mir einfach Dinge anschaue, die schon mal gemacht worden sind und dann kopiere. Ich meine, man hat ja mehrere Möglichkeiten, um dazu zu lernen im Leben. Einmal durch Nachahmung, das wäre sowas. Und das andere ist einfach, ist schwierig, sich selbst einzuarbeiten, weil man kann sich ja nur theoretisches Wissen zuerst mal aneignen. Im Internet ist es schwierig, weil immer, sage ich mal, teilweise Dinge richtig dargestellt sind, teilweise sind Dinge auch nicht ganz auf meinen Fall anzuwenden. Mhm. Und von daher ist es schon schwierig und egal, wie viel man theoretisch auch sich aneignet, mir fehlt ja die Praxiserfahrung, weil ich ja nicht 10 Testanlagen dann als Privatmann bauen kann und kann dann mal ausprobieren und lerne dann dazu. Also insofern ist, denke ich, schon gut, wenn man entweder dann auf Erfahrungen von anderen zurückgreifen kann, das finde ich persönlich das Beste, oder wenn man einfach grundlegend eine gewisse Überblicksahnung hat. Und dann muss man einfach mit den Leuten sprechen und muss überlegen, ob sich das jetzt vernünftig anhört, was da mir berichtet wird,
oder ob ich das jetzt komisch finde. Ne? Und ganz oft ist es ja zum Schluss beim Kaufen, ist es ja eine Emotionssache. Es gibt aber tatsächlich ein Problem, haben wir auch schon öfters drüber gesprochen. Die Branche ist noch teilweise sehr getrennt voneinander aufgestellt. Man braucht ja eigentlich jemanden, der Photovoltaik, Speicher, Wärmepumpe zusammen macht. Nicht nur ein Heizungsbauer oder nur ein Solateur, der nur die Photovoltaikanlage aufstellt. Und da ist die Branche eigentlich noch gar nicht so integrativ aufgestellt. Das stimmt. Also es ist wirklich sehr, sehr wichtig, wenn ich jetzt mehrere Gewerke als Kombination sehe, was sich ja bei Photovoltaik und bei Wärmepumpe total anbietet. Und dann ist es auch sehr vorteilhaft, wenn ich das aus einem Guss einfach gemacht bekomme. Weil wenn der eine eine Wärmepumpe macht und der andere macht eine Photovoltaikanlage, dann gibt es ja irgendwo die Schnittstelle. Die Schnittstelle ist der Zählerschrank. Und sicher ist es ganz, ganz schwierig, also die zwei werden sich alleine ja auf keinen Fall abstimmen, weil macht jeder seinen Job. Und dann treten zum Schluss halt, muss man Kompromisse machen. Zum Beispiel, wenn es nicht aus einer Hand kommt, dann wird ganz oft vergessen, dass man im Batteriespeicher den Verbrauch der Wärmepumpe sieht. Einfach um eine gewisse Transparenz zu haben, damit ich sofort sehe, ob da alles klar läuft oder nicht. Und ansonsten habe ich ja eine Blackbox, ne? Oder bei dem Messkonzept. Ne? Also dann macht der eine seinen Wärmepumpentarif, der andere Photovoltaik und dann sind das getrennte Dinge. Und wenn ich das vermeiden will, dann brauche ich das aus einem Guss. Und diese Firmen sind gar nicht so leicht zu finden, aber der Verband Energieerzeugender Gebäude hat auch ein gewisses Informationsangebot. Sie können sich gerne an den Verband per E-Mail wenden. So ein bisschen Kontakt kann der Verband herstellen. Auf jeden Fall. Und auch hier nochmal den Aufruf an, sag ich mal, Betriebe, die dieses ganzheitliche Konzept umsetzen. Also gerne auch beim Verband melden, weil wir oft Anfragen aus Regionen bekommen, wo wir noch keinen Betrieb haben, der dieses ganzheitliche Thema umsetzen kann. Also, liebe Mitstreiter, einfach melden und dass wir dann auch den Kunden das in den einzelnen Regionen nochmal weitergeben können. Eine Feststellung zum Schluss. Wir haben ja schon mal gesagt, man kann ein Einfamilienhaus regenerativ versorgen. Eine 10 kW Peak-Anlage passt meistens immer locker aufs Dach und damit kann man eigentlich seine gesamte Energie in der Sektorenkopplung machen, Komfortstrom, Wärmemobilität. Es wird alles verstromt. Also im Grunde genommen, wenn ich ein Hausdach habe, kriege ich das eigentlich mit der Wärmepumpe ganz gut hin. Auf jeden Fall. Wobei ich nochmal sagen muss, wenn man die Möglichkeit hat, mehr Leistung zu installieren, dann rate ich immer zu mehr Leistung. Und es gibt noch etwas ganz anderes. Wenn Sie Ihre Energie regenerativ produzieren und sich damit versorgen können für Komfortstrom, Wärme und Mobilität, dann ist das ein Stück aktiver Klimaschutz und den brauchen wir auf alle Fälle. Das war eine Sendung des VEEG, Verband Energieerzeugender Gebäude. Vielen Dank, Peter Burkhardt, hat ein tolles Thema gehabt, gefunden und getroffen und Ihr Interesse. Und wir freuen uns über weitere Fragen.